Sicherlich hat dieser hilfsbereite Fremde hier wichtigere Dinge, um er sich kümmern muss. Die Spitzen von Alfs Ohren sind knallrot. Er wirft dir einen stechenden Blick zu. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn das alles ist, dann sollten wir vielleicht losziehen. Er hebt deine Augenbrauen und starrt dich wie Sankt an. Ich nehme seine Hilfe an. Er lächelt dich kurz an. Sei vorsichtig, Amiko. Sie gibt Alof einen kurzen Händedruck und tritt dann zurück. Ich werde es versuchen. Alof nickt ihr zu und führt dich dann etwas zur Seite. Thank you for your discretion. I'm certain you have many questions, but I fear they must wait until we're off this island. Danke für deine Diskretion. Ich bin sicher, dass du viele Fragen hast, aber ich fürchte, sie müssen warten, bis wir runter von dieser Insel sind. Er wirft einen bedauernden Blick zurück zu Benessa und den anderen Beselern. Du hast neue Freunde gefunden, Beseler sogar. I shall miss their company, though this only confirms that Animancy is a hazardous pursuit at best. Ich werde ihre Gesellschaft vermissen, aber das bestätigt nur, dass Besinnung ein gefährliches Bestreben ist. Dann sag mir zuerst, was du hier gewollt hast. That's a rather long story. The short version for now is that I'm gathering information on local Animancy operations. Das ist eine recht lange Geschichte. Die kurze Version für den Moment. Ich sammle Informationen über lokale Beseelungshandlungen. Er betrachtet dich von oben nach unten. But I could ask you the same. Aber ich könnte dich dasselbe fragen. Ich folge dem Adrakoloss? Iotas hat mein Zuhause zerstört, die meisten dort umgebracht und mich fast ebenfalls. Er wird sich dafür verantworten müssen. Die Götter führen wieder einmal etwas im Schilde. Ich muss verstehen, was das ist. Ich habe beschlossen, dass ich endlich die Welt sehen will und mich selbst finden sollte. Oder welchen Teil meiner Seele auch immer Iotas genommen hat. Lass uns das besprechen, wenn wir unter uns sind. Nehmen wir das da mal. Well, there's never a dull moment with you. Mit dir wird es nie langweilig. Erhebt deine Augenbraue. We can speak more freely once we're away from Port Mage. For now, let us find Odorisi. Ja, wir können davon reden, sobald wir aus Port Mage weg sind. Erstmal sollten wir Odorisi suchen. Kampfmagier, Zauberklinge. Zauberer plus Schurke. Irgendwie klingt das ziemlich... Nein, ich... Erster Playthrough mache ich nur Single Classes, weil ich mir da nichts verbauen möchte mal. Multiclasses können wir beim zweiten Playthrough machen. Da will ich ja auch meinen Paladin Multiclass machen. So. If you told me a few years ago that I'd end up following you on another crazy errand, I'd have said you were out of your mind. Wenn du mir vor Jahren erzählt hättest, dass ich dich noch einmal auf so einer verrückten Reise begleiten würde, hätte ich dich für wahnsinnig erklärt. Mit seiner Pfeifenhand fing er ab. I got anything against you, more that trouble seems to come looking for you wherever you go. Nicht weil ich irgendetwas gegen dich hätte, eher dass dir der Ärger stets auf dem Fuße zu folgen scheint. Yet, here we are again. Probably on our way to die. Well, you already did, but me, I mean. Und hier sind wir wieder, vermutlich auf unserem Weg in den Tod. Naja, du hast das quasi schon hinter dir, nur ich noch nicht. Er neigt den Kopf zur Seite und lächelt. Da sind wir. Ich könnte niemals den ganzen Spaß für mich alleine beanspruchen. Du hattest einfach nichts Besseres zu tun. Danke für das Vertrauensvotum. Viel Spaß. Real nice of you to share. Someday I'll have to get you a gift. Wie nett von dir zu teilen. Ich muss dir irgendwann ein Geschenk besorgen. Wouldn't you know it, this time is shaping up to be crazier than the last one. Und wer hätte es gedacht, diese Reise wird sogar noch abgedreht als die letzte. In der das Blick liegt etwas Anklagendes. But I gotta say, I appreciate how you've handled things. Times like these, staying decent's not as easy as it sounds. Aber ich muss schon sagen, ich begrüße es, wie du die Dinge gelöst hast. In Zeiten wie diesen ist es nicht so einfach, wie man denkt, Anstand zu beweisen. I thought you were weird at first, of course, but you've surprised me. Am Anfang habe ich dich natürlich für seltsam gehalten, aber du hast mich überrascht. Das alles hat keinen Sinn, wenn ich meine Überzeugung dafür aufgeben muss. Es war nicht immer einfach. Danke. Anstatt, das war keine Absicht. Maybe it wasn't. Guess I'm just glad things have gone the way they have then. Vielleicht war es das nicht. Schätze, ich bin nur froh, dass die Dinge so verlaufen sind, wie sie es sind. I've been meaning to ask though. How is it you never seem to lose your way through all this? Ich wollte dich ohnehin fragen, wie kann es sein, dass du angesichts all dessen nie dein Ziel aus den Augen verlierst?
What is it tells you you're on the right path? Was sagt dir, dass du dich auf dem rechten Pfad befindest? Ich weiß es nicht, es ist kompliziert. Ich glaube daran, Leuten zu helfen, die es nötig haben. Manchmal ist das kompliziert, aber meistens nicht. Ich bin ehrlich zu mir und zu anderen und es scheint meistens zu funktionieren. Ich überlege, welcher Weg der falsche wäre und wähle dann den anderen. Ich beurteile die Situation aus ihren Umständen heraus und lasse Gefühle außen vor. Mein Selbstvertrauen ist nur eine Illusion, mit der ich andere davon überzeugen will, mir blind zu folgen. Mich lässt nichts unberührt. Ich akzeptiere, dass sogar der falsche Weg keine Sackgasse ist. Oh, das passt zu Hagrim. That's an interesting way of looking at it. Don't know if it's right, but I bet there's less worrying. Das ist eine interessante Sichtweise der Dinge. Keine Ahnung, ob es die richtige ist, aber ich wette, man macht sich weniger Sorgen. Er da seufzt, als hätte er darauf monatelang gewartet. Er lächelt mit spitzfindigem Gesichtsausdruck. When I was a boy, things were simpler. Aethys was more like a character we read about in church. Als ich noch ein Junge war, waren die Dinge unkomplizierter. Aethys war mehr wie eine Figur, über die wir in der Kirche gelesen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Verbesserung wäre. Es ist leichter, einen Gott zu verehren, wenn man seine schlimmsten Charaktereigenschaften unter den Teppich gekehrt werden. Ah. Ich schätze, da waren keine Statuen in diesen Geschichten. 1 oder 3? Nehmen wir mal 3. Well, most stories had him helping folks or making the world work as it should. In den meisten Geschichten half er den Leuten oder er arbeitete daran, die Welt so zu machen, wie sie sein sollte. Er nimmt das Lächeln und den weisenden Finger eines sanften Elternteils an. You pray to him. He might help you too. Wenn man zu ihm betete, würde er einem vielleicht auch helfen. Er senkt den Finger und das Lächeln vergeht. There was no cost to it. No confusion about his will or followers taken into extremes. Damit waren keine Kosten verbunden, kein Streit um das, was er wirklich will, kein Gefolge, die alles auf die Spitze treiben. Following Aethys was right. Had no reason to question. Aethys zu folgen war das Richtige, es gab keinen Grund, das zu hinterfragen. Er hält für einen Moment inne, es könnte am Licht liegen, aber die Furchen um seine Augen und seinen Mund scheinen länger und tiefer geworden zu sein, als in seiner Erinnerung. Do you think there's any way that following him could still be the right path? After all we've seen? Glaubst du, dass es noch auf irgendeine Weise zu rechtfertigen ist, ihm zu folgen, nach all dem, was wir gesehen haben? Ich weiß es nicht, ehrlich. Es ist möglich, wenn der Zweck gerecht ist. Ich denke, die Welt verdient etwas Besseres. Nein, tue ich nicht. Natürlich, sogar Beard möchte, dass wir ihm folgen. I suppose that's true. Not really a point in Aethys' favor, though. Edda schnaubt, schätze das stimmt, wobei das nicht gerade für ihn spricht. Anyway. I didn't mean for this to get depressing. Egal, ich wollte die Stimmung damit nicht runterziehen. This was just a long way of saying I appreciate the way you've guided things. Ich nehme an, damit wollte ich einfach nur auf komplizierte Weise ausdrücken, dass ich es schätze, in welche Richtung du die Dinge gelenkt hast. Makes me feel like I'm doing some good, going with you. An deiner Seite habe ich das Gefühl, was Gutes zu tun. Er schüttelt den Kopf und zieht dabei eine Grimasse, als würde er sich gerade an einen Scherz erinnern. So, können wir jetzt endlich mit Alof aufsteigen? Oh? Alof hat Stufe 1 Zauber. Wie sieht das eigentlich bei Alof aus? Zauberbuch. Hm. Ja, bis jetzt verstehe ich es noch nicht. Erschütternde Berührung und Flammenfächer und kleine Fluggeschosse. Das ist das, was... Die beiden hat er im Zauberbuch. Gefährliches Werkzeug. Ah ja. Yes? Ach, das zeigt an, was ich herstellen kann. Oder was bedeutet die 2 darunter? Oder ist das irgendwie Herstellungsstufe? Okay, geben wir erstmal alle auf seine Stufenaufstiege.
Alof hat Arcana und Sprengstoffe hier oben, Diplomatie, Geschichte und Tiefblick hier unten. Ich würde sagen, hier oben erstmal Arcana. Wobei mehr Athletik irgendwann auch ganz recht wäre. Hier unten ruhig mal Geschichte. Wow. Das ist viel Zeug. Eine Fähigkeit auswählen. Ein zusätzliches Waffenset. Nee, brauchen wir nicht. Blendende Lichter, Hieb der 1000 Schleier, Zauberwirker stört, den zwar nur geringen Schaden zufügt, das ist nicht schlecht. Schmetternder Säureschaden, oh, einölen. Geisterklingen. Erzeugt ein Feld überirdischer Klingen, das... Ja, Länge, Wirkungsradius, Kegel mit. Mhm. Ich glaube aber, ich nehme halt das hier. Nächster Stufenaufstieg. Neue Kraftstufe, zwei neue Fähigkeiten. Eine Passivfähigkeit und eine Aktiv. Athletik und... Nehmen wir mal Metaphysik. Einhandstil. Zwei Waffenstil. Finde ich jetzt noch nicht so wirklich. Rollende Flamme. Ich hätte lieber gern den Feuerball. Und das ist der hier. Deswegen. Spiegelbilder wären nicht schlecht. Plus Abwehr, 30 Abwehr für 60 Sekunden. Das ist nämlich immer gut. Was haben wir noch hier? Fluch der verdunkelten Sicht. Miasma der Dumpfheit. Zauberbuch Slam. Ja. Geisterschild. Rüstungswert und Konzentration. Nehmen wir das dann noch. So, neue Waffenkunde, neuer Zauber. Passiv und aktiv. Einmal Athletik und dann Metaphysik noch weiter. Jetzt hätte ich gern hier das Ding. Magische Utensilien hat er bis jetzt. Zepter. Stabexplosion oder Zauberstab störende Sperre. Nehmen wir Zauberstab störende Sperre mal mit rein. Das waren die Level-Ups für ihn. Yes? Jetzt müsste er die Zauber können. Ja, die da und... Ah, auch die, die im Zauberbuch drinstehen. Wenn ich das ablege, dürfte er die nicht mehr können, genau. Sondern nur das, was ich ihm gelehrt habe. Schade irgendwie, dass man die Zauber im Zauberbuch nicht ändern kann oder so. Oh. Indeed. Auch immer Fenrir jetzt da hinten ist. Ja, machen wir es so. So ist es am besten. Nein. Aisha. Gut, das heißt... Ach, das ist auch einer von Eotas Fußstapfen. Bum, bum, bum. Mhm.
Antike Trainingshalle. Ich könnte zuerst in die Leuchthöhle gehen. Dann die antike Trainingshalle mir angehen und dann in die Arena-Unterebene. An die da komme ich leider nicht ran. Ja. Doch, komme ich. Noch mehr Kupferhaufen heißt noch mehr Geld. Ach, das heißt, ich mache zuerst die gefährliche Trainingshalle. Dann komme ich nämlich wahrscheinlich da oben raus, kann dann in die Leuchthöhle und dann in das andere Gebiet. Und ansonsten ist hier ja nichts mehr, was ich mir angucken könnte. Nö, eigentlich nicht. Dann gucken wir uns mal die Trainingshalle an. Oh, das ging aber schnell. I'd be glad to. Diese Trainingspuppe ist schon lange aufgrund des Alters erstarrt. Wait. Look there. Skelettkrieger. Das war nicht so schön.